Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Balash Warshawsasa. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir stürmen dann heute endlich mal los. Bevor ich eine klitzekleine Sache mache. Ich möchte... Quelle der Kraft mehr, das brauche ich jetzt nicht. Wir haben eine Quest irgendwo offen, nennt sich die Schwarze Serie. Haben wir vor ewig Zeiten mal angenommen. Und diese jene Quest... da schaue ich mal, ob ich dem Kollegen im Buschen was zeigen kann. Weil wir tragen ja schon eine Weile mit uns rum. So ein paar schwatte Schilde. Ich weiß nicht, ob das Königsschwert auch dazu zählt. Und ich habe gerade, als ich vor der Folge meine Amiibos abgeklappert habe, ein schwattes Großschwert bekommen, glaube ich. Also labern wir mal mit der Person. Ich habe übrigens, ich hab mich schön vorbereitet. Ich habe meine Tasche voll gekocht, ja. Ich habe, okay, mich umgezogen. Ich habe auch unnötigen Scheiß weggeworfen. Hey, Kangis. Zeigt der Vulkan ein völlig anderes Gesicht. Ja, schön für dich. So sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ich war schon in allen Ecken von Hyrule. Ja, ja, ja. Kann ich dir was zeigen? Stimmt, ich wollte alle Flashbacks haben. Das müssen wir aber noch machen. Verdammt! Das ist der Komolo-See, glaube ich. Er liegt im Westen von hier und besitzt eine etwas eigentümliche Form. Westlich des Sees ist ein Wald, daher auch Bäume zu sehen sind, könnte das die richtige Gegend sein. Okay. Ich war einmal dort. Das ist ein sehr schöner See. Okay. Komolo-See. Dann könnten wir von hier aus, soll ich da mal eine Markierung hinballern? Und dann gehen wir da mal rein und fragen nach der schwatten Serie. Ist das nicht schön? Hey, Terry! Kann ich was Cooles bei dir kaufen? Ey, hallo. So wie Pfeile oder irgendwelche krassen Insekten, wo ich immer zu dumm bin, die zu fangen. Ja, sicher. Zeig mal, ein Holzpfeil. Ja, alles bitte. Wow! Wow! Mhm. Und noch mehr bitte davon. Ich frage mich, wann denn endlich mal Ende ist mit Pfeilen. 99? Zitterflügel im Besitz 5, im Besitz 0. Alles, alles kaufen. Alles. Guck mal, wie billig die Dinger sind. Das nehme ich mit. Zitterflügler will ich auch haben. Wow! Wow! Und die Fitkröte. Ach komm, was soll der Geiz? Nimm mit den Scheiß. Ich meine, wozu brauche ich noch Rubine? Oh, ach ja, richtig, für meine antiken Rüstungen, ne? Egal. Tschüss. Und wer von euch wollte diese blöde Schwarze? Warst du das? Warst du das? Hi. Was? Du willst wirklich das Schloss betreten? Nun gibt es verschiedene Wege hinein. Ja, natürlich will ich dir fahren. Du kannst nach Art der verschiedenen Völker hineingelangen. Was? Nach Art der Gronen oder Orni oder Zoras oder auf eine andere Art? Ziehen wir uns alles mal rein. Goronenart, genau richtig. Wenn du auf Willenskraft und Widerstandsfähigkeit vertraust. Der Plan ist simpel. Bahne dir einen Weg durch das Haupttor des Schlosses. Nimm unbedingt genug Proviant mit, damit dir Energie und Ausdauer nicht ausgehen. Ja, cool. Wow. Einfach auf die Fresse. Orni? Ah. Wenn du eine Möglichkeit zum Fliegen hast, ist das genau die richtige Art. Verlass zuerst die Ebene nach Osten oder Westen und ersteige den Berg nördlich des Schlosses. Fliege dann einfach von dort hinunter zum Schloss und überquere den Schlossgraben. Dort kannst du landen.
Gibt's einen Wasserfall, wo ich hochschwimmen kann oder was? Auf Zora-Art. Das kannst du versuchen, wenn du eine Möglichkeit hast, Wasserfälle hinaufzuklettern. Das Schloss wird von einem Schlossgraben umgeben, der recht schwierig zu durchschwimmen ist. Allerdings gibt es dort noch immer Wasserfälle. Wenn du also einen von ihnen hochkletterst, solltest du es schaffen. Und eine andere Art, so ganz menschentypisch. Nach Gerudo-Art oder Shika-Art? Oder auf eine andere Art? Oh, du Scheiße. Gerudo? Wenn du auf deinen Mut und dein Geschick vertraust, könnte es klappen. Um das Schloss herum lauern maschinenartige Wesen namens Wächter, die Lichtblitze einsetzen. Lasse dich davon nicht schrecken und galoppiere aus Richtung Hyrule-Stadt kommend an ihnen vorbei. Dieser Weg ist schwierig, aber ein guter Schütze könnte die Wächter mit einem Pfeil ins Auge kurzzeitig stoppen. Ach du Schande. Shika? So mache ich es auch immer. Beobachte alles aus der Ferne und schleiche dich durch den Hintereingang hinein, wo es weniger Gegner gibt. Lass mich dir von den Eingängen erzählen, die ich entdeckt habe. Der erste führt durch den Oststollen. Überquere zuerst die Helmbrücke östlich des Schlosses und ersteige den Hügel, das Schloss zu deiner Linken. Sieh dich gut um und du wirst in der Mitte des Schlosses den Eingang zu einem Tunnel entdecken. Boah, Alter, da können wir aber auch viel stöbern. Nachts funkeln die ihn umgebenden Leuchtsteine, sodass er einfach zu finden ist. Okay. Der zweite Eingang führt über die Anlegestelle. Nutze das Floß am Kai auf der Insel westlich des Schlosses, das merke ich mir bestimmt auch alles, um zur Nordseite zu gelangen. Dort findest du die Anlegestelle. Das sind alle Eingänge, die ich kenne. Ein bisschen marode, das Ding, wa? Auf meine Art! Oh, wie selbstbewusst. Warum gehst du dann nicht auf Heldenart rein und zerstörst alle Wächter? Ach, ich mache nur Witze. So etwas Waghalsiges würde ich niemandem empfehlen. Ja, genau. Okay. Aber. Ja. Die Gerichte des Königshauses von Hyrule, zu gerne würde ich sie nachkochen und davon kosten. Sag mal. Paris, eine Reisende, möchte einmal einen Blick auf diese Waffen werfen. Wegen der vielen Monster, es ist allerdings gefährlich. Paris. Also habe ich hier kein schwarzes Schwert, Schild. Schade, es ist doch so schwarz. Was ist jetzt? Was ist es denn? Ein Königsschild. Wundern die unter Waffensammlern sind die als Ausstattung der Leibgarde bekannt. Seltene Waffen aus alten Zeiten. Ich möchte einmal einen Blick auf diese Waffen werfen, wegen der vielen Monster. Bla. Königsbogen. Und, ich habe kein Königsschwert, aber... Dann scheint das jetzt nichts Tolles von mir für mich zu sein. Ja gut. Dann lasset uns dort teleportieren, dorthin. Dann gucken wir mal, ob wir ein Flashback finden. Ist ja okay. So, jetzt habe ich zwar ziemlich viel Zeit verplempert, aber das ging größtenteils durchs Lesen drauf und nicht dadurch, dass ich unbedingt diese schwarze Kacke abgeben wollte. Also, es ist okay. Ich fühl mich nicht schuldig. Ja? Okay. Wächter sind antike Abwehrmechanismen, denen die Waffen der Gegenwart nicht viel anhaben können. Mit Hilfe von antiken Pfeilen hingegen kann man sie effektiv bekämpfen. Okay. Was? Was bist du? Hä? Was? Warum ist ein Rhodonit in einer EX-Kiste? Ich bin nicht auf dem Plateau. Ach doch, ich bin auf dem Plateau. Okay. Witzig. Stimmt, es gibt auf dem Plateau noch ein paar Kisten, die ich zerlegen könnte.
sehr witzig. Schaut mal. Ah, wow. Beziehungsweise es gibt... Cool, danke. Es gibt auf dem Plateau noch zwei Kisten von unserem Season Pass, die Bonusklamotten enthalten, soweit ich weiß. Ich hätte ja eigentlich auch mal Lust, die zu suchen, ne? Aber nicht in der Folge. Nicht in der. Jop. So. Oh, schaut mal. Ba! Ba! Wo denn? Kind. Ja, hui! Tschüssi! Ja, Style in allen Ehren, aber vielleicht sollte ich effektiverweise mal wieder meine Krogmaske anziehen. Und ich sehe da vorne auch schon unsere Flashback-Location. Zappelt meine Maske? Nö. Schön. More damage. Das ist unser Flashback. Banana. Kein Geld? Kein Geld? Das ist ein scheiß Schwert. Da. Kann ich irgendetwas dafür wegwerfen? Ja. Flashback Time! Und er nur so? Das kenne ich doch! Schön. Hi. Cool, ne? Wie viele Flashbacks habe ich jetzt eigentlich noch offen? Es ist nicht mehr so viel. Aber ja, die möchte ich schon gerne noch abklappern. Als nächstes gehen wir nach Goronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Darok ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen. Und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Da ist sie ja noch sehr zuversichtlich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Ist das eine Anspielung auf Fei? Muss jetzt nicht sein. Hat mich immer genervt, das Tier. Ding, Geist, Teil. Vielleicht ist das der Job von Schwertgeistern. Komolo-See. Ja, cool. Dann kann das hier weg. Und unser Album. Wir brauchen hier nur noch drei. Das ist doch schön. Das ist Schloss Hyrule. Diese Daten können nicht gelöscht werden. Wäre auch scheiße. Okay.
Da habe ich keinen Plan von. Ist das Akala? Da habe ich auch keinen Plan von. Ja, ja. So, okay, aber Schloss Hyrule. Hyrule Gebirge. Ich teleportiere mich einfach mal dahin. Ich teleportiere mich einfach mal in die Nähe vom Schloss. Mal gucken, ob wir das ausgelotet bekommen. Wenn nicht, dann, ja gut, ich hätte ungern würde ich alle Ställe abklappern, weil ich kenne auch nicht jede Location von Kangis. Oder gibt's den nur in den Ställen? Abgesehen von Kakariko. Kenji hat mir übrigens erzählt, dass wir in Kakariko noch echt viel questen können. Was ebenfalls ziemlich eklig sein könnte. Aber hey. Regen, Regen, Regen. Man muss ja gar nicht versuchen zu klettern. Danke. Okay. Ach so. Klick. Wolfi. Wolfi, den ihr nicht, dessen HP-Leiste ihr nicht seht, aber ist ja egal. Piss dich. Lecker Holzpfeil. Herzen immer gut. Eichel. Knochenbockstock. Wir brauchen für den Waffennah immer noch eine Keule, ne? Mobkeule. Macht ihr mit Wolfi? Macht ihr schon weiter da hinten? Patz! So. Schrein in der Nähe. Oh. Das sieht so nach Krog aus, aber Maske hält die Fresse, also. Okay. Ein Schrein. Das fände ich aber ganz toll. Moment mal. So. Schrein. Kann ich einen Schrein abstauben? Schaut mal, da ist eine Wand, die kann ich sprengen. Das sieht toll aus. Aha, aha, aha. Zeig mir das doch mal. Ja, hallo. Okay, Moment mal. Uppala! Das ist doch auch was Schönes. Ich hatte jetzt gehofft, dass die Bombe durch den ganzen Aufwind dahin flitscht. Aber ich bin ja ein Freund von Cliffhangern, Leute. Also, könnt ihr immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich bin raus für heute. Wir machen den Schrein, suchen dann weiter Flashbacks und dann, ne? Plan, Schloss, Ganon und so. Blankout.